Was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute in München, genauer gesagt bei SSR Performance, und der Tag ist gekommen. Ich habe es ja schon ein paar Mal angekündigt, dass ich mir ein kleines Upgrade für den GT2er S holen will, nämlich das wunderbare Carbon-Paket, was es dafür gibt. Deswegen sind wir jetzt schon hierher gefahren, Auto steht bereit. Wir fahren ihn jetzt mal rein in die Werkstatt, können euch ein bisschen was zeigen. Hier stehen auch, ich sehe schon ein paar sehr, sehr nice Autos, deswegen lasst uns keine Zeit verlieren. Einen wunderschönen guten Tag. Erstmal. Daniel, schön dich zu sehen. Schön, dass du da bist. Wie vereinbart? Ja, jetzt ist endlich der Termin. Unser Versprechen geht auf. Sieht ziemlich dürftig aus unten mit deinem Plastik, oder? Kann auf jeden Fall ein Upgrade vertragen. Ich sehe schon, ich habe die Teile hier. Wir haben schon ausgelegt für dich. Oh. Wir haben 10 Teile insgesamt, die aus Carbon sind. Ich gebe es mal hoch, ne, dass wir uns mal das anschauen können. Schaut euch das mal an, Leute. Das wird mein neues Heck am GT2 RS. Unfassbar geil, weil, sind wir mal ehrlich, das ist halt so ein Thema, was ich ein bisschen schade finde, dass es tatsächlich von Porsche aus auch einfach das Ganze nicht gibt. Na, ihr kennt ja das Auto jetzt wahrscheinlich schon innen auswendig, aber es fällt halt optisch schon ein bisschen ab, dass man hier nur diese Plastikthemen verbaut hat. Carbon schaut einfach deutlich geiler aus. Ich weiß nicht, warum Porsche selber das nicht anbietet. Gibt es da einen Grund für? Keine Information, ne, ich glaube nicht. Wäre ja eigentlich smart, wenn man das machen. Ja, aber könnte man eigentlich so sagen, okay, gibt es halt nochmal ein extra Paket, kann man sich dazu buchen. Naja, gibt es auf jeden Fall nicht, deswegen sind wir jetzt hier. Richtig, und schön, machen das Ganze. Und TÜV gibt's. Und TÜV, Teilegutachten. Wir haben gerade unser ISO 9001 bestanden. Und dann habe ich gedacht, da mache ich nicht mit dir eine Einzelabnahme, sondern mache ich direkt Teilegutachten. Hast du ein bisschen den Anstoß dazu gegeben? Weil ich gesagt habe, das muss schon sein, ne? Sehr geil. Freut mich. Also das hier ist Front, ne? Ja. Mit den seitlichen Einlässen, ja, hier. Richtig. Und dann neu eben Kühleinlässe vorne, ja? Ja, das ist super sexy. Heckblende mit den seitlichen, man sieht es so nicht, mit den seitlichen Finnen hier oben, ne? Bis nach oben. Ja. Und dann die Riesenteile hinten. Schweller. Was wiegt das Ding? Nichts. Also das originale Plastik, was wir jetzt dann abbauen, ja, wiegt 7,5 Kilo. Und was wir jetzt gleich dran bauen, wiegt ungefähr 5. Also wir sparen 2,6 Kilo ungefähr. Das ist perfekt. Ich habe am Wochenende viel gegessen. Ja. Genau das Richtige. Ich war im Monster bei der Formel 1, da gab es zu viel zu essen, deswegen. Das passt schon mal gut. Ja, also Optik ist brutal. Wird mega. Ja. Was auch sehr geil ist, dass man das hier nicht verliert. Ne? Also diesen GT2 RS Schriftzug, den man ja im Plastik auch hat, dass man den hier wirklich nochmal mit drin hat, finde ich super nice. Schaut auch echt gut aus. Also qualitativ, das macht echt was her. Ihr habt auch einen da, wo wir haben schon gerade einen da, kann, den, ne, wir umgebaut haben letzte Woche. Aber eigentlich darf ich dir den gar nicht zeigen, dann verraten wir zu viel. Nur mal kurz hingucken. Der war vorher eben auch mit Kunststoff. Schau dir das an, überragend, ne? Einfach ein neues Auto. Ja. Ist das irgendwie eine neue Abgasanlage auch? Nee, ist so genau. Oder ist er einfach nie gefahren? Der ist nie gefahren. Okay. 100 Kilometer auf der Uhr. Ah ja, okay. Das erklärt einiges. Auch ganz wilder Speck, ne? Mit Rot innen. Ja, schau dir an, was das ausmacht. Wie viel hochwertiger dieses Auto wirkt, wenn man einfach diese komplette Carbon-Optik durchzieht. Das ist einfach sowas von sexy. Jetzt gib dir das mal. Boah, das ist wirklich absolute Endstufe. Kommt schon anders, gell? Absolute Endstufe, wirklich. Ich finde es so geil. Plant ihr das für ein GT3 RS eigentlich auch? Ich kann noch nicht zu viel verraten, aber wir planen schon was, ja. Aber das sind ja die Flächen, die das Kunststoff im GT3 RS einnimmt, sind ja noch viel immenser. Ne? Also ja, ich meine, ja, der Schweller mit diesem riesen Schwert hier, ja, ja, auch die Front mit den Schwert, also das ist nochmal, du siehst ja jetzt schon, wie viel Carbon das ist, vom, ja, Volumen her. Ja. Und das ist ja beim GT3 RS komplett verrückt. Ja. Also hast du Bock bei deinem GT3 RS? Wäre schon auch eine Überlegung. Wir können mal, ihr habt ja einen da, wir gucken es uns einfach mal an. Daniel, wie ist es eigentlich? GT3 RS, jetzt nachdem du das erste Mal auf der Rennstrecke gefahren bist, wie fühlt sich das jetzt im GT2 RS an? Also ich muss sagen, der GT2 RS wird immer meine große Liebe bleiben. Okay. Allein schon, weil er einfach richtig Power hat. Ja. Der GT3 RS powertechnisch ist schon, also wenn man ein bisschen was gewöhnt ist, ist es, ja. Ja, stimmt, etwas dürftig, aber auf der Rennstrecke war das Ding überragend. Heftig, gell? Ist übrigens auch sehr geile Farbe, ne? Also der schaut schon auch richtig, richtig schön aus. Foliert. Aber wenn man sich das mal anguckt, ne?
Guck dir mal dieses Riesenteil an mit dem integrierten Blinker. Ja. Guck dir mal dieses Riesenteil an. Stimmt, die Blinker-Thematik hast auch noch. Ist wirklich schwierig. Dann wird es schon... Dieses Teil ist riesengroß, auch weit nach vorne gezogen. Das ja, wäre natürlich auch, theoretisch Haube natürlich auch Hammer, noch. Aber ja, da fährst du wieder an mit Fußgängerschutz und so weiter. Ist gar nicht so einfach. Ja. Und was für mich echt ein Pain ist, ist dieses Bauteil hier. Ist schon sehr dominant und dafür schon sehr viel Plastik, finde ich. Und das stimmt, ja. Sehr hohl. So, also das das wäre natürlich in Carbon auch überragend. Ja, geil. Und eine Heckschütze, die ist halt auch riesig. Ne? Alles an dem Auto ist riesig. So, ne? Ja, und genau genommen hast du ja hier auch nochmal die Thematik. Also, wenn du es voll durchziehen willst, hättest du da auch nochmal die Thematik. Wenn man wirklich sagt, man möchte es komplett weg haben, dann gibt es schon einige Stellen an dem Auto. Und halt, was auch richtig geil wäre, wären die hier. Ne? Das wird teuer. Das wird sehr teuer. Einfach auch noch ein Kindersitz in der Farbe. Wichtig für die Nordschleife. Aber ein gutes Familienauto. Das ist genau. Sehr gutes Familienauto. Müssen wir eigentlich mal den hier anschauen. Den habe ich auch noch nie so richtig aus der Nähe begutachtet. Muss ich ehrlich sagen, fühle ich überhaupt nicht das Auto. Wirklich, also wirklich nicht, kein bisschen. Ich verstehe es überhaupt nicht. Bist du schon mal Dakar gefahren? Ja, ne? Also ich bin schon mal in der Wüste gefahren. Ja, und das ist geil, das glaube ich. Ja, aber es macht niemand. Nein, genau. Niemand fährt damit in der Problem, Wüste. Ja. Also ehrlich muss man sagen, vielleicht ein paar Leute in Dubai, die komplett drauf scheißen. Aber sonst fährt halt niemand damit. Und dann denke ich mir so, also... Fährt sich bestimmt auch beschissen mit den Reifen hier. Also ja klar. Oder? Irgendwie, du hast viel höheren Rollwiderstand. Ja. Du hast irgendwie Optik, also ist ja, die ist jetzt ja nicht verbessert, meiner Meinung nach. Oder? Also, wie so, Liberty, oder, so ein Liberty Walk Kit ist doch nicht schlecht hier drauf. Also gibt bestimmt Leute, die das fühlen. Ich fühle es gar nicht. Muss ich sagen, diese Scheinwerfer da vorne wirken halt komplett wie ein Fremdkörper. Oder? Also, aber gut. Ja gut. Jeder also, wie er mag, schon, ne? Ist ja schon was Besonderes. Ist ja, das auf jeden Fall. Okay, geil. Schlüssel gebe ich dir. Ja, bitte. Dann, ich bin sehr gespannt. Behandelt ihn gut. Immer, das weißt du doch. Seid die Ersten, die ihn anfassen dürfen. Wirklich? Ich werde heute noch mal eine Runde drehen, ich habe richtig Bock. Ich habe extra noch mal Kilometerstand genullt. Genau, so genau. Schauen. Nein, da fehlt sich gar nichts. Machen wir. Geil, freut mich. Sehen wir uns In zwei, drei Tagen zwei, wieder. Drei Tagen, und wir, liebe Leute, gehen jetzt auf die IHA. Los geht's. Viel Spaß. Herzlich willkommen auf der IAA, Leute. Das hier ist der Porsche Messestand und er ist aufgebaut wie ein großer 911er. Sehr, sehr stylisch gemacht. Finde ich cool. Ich würde sagen, wir schauen jetzt mal, was hier alles am Start ist. Ich glaube, es ist sehr elektrolastig. Das kann ich schon mal sagen. Aber ich finde, es passt heute ganz gut zum Video dazu. Geht jetzt zwar erst dahin fahren, während jetzt gerade alles geregelt wird, schauen wir uns das hier mal an. Porsche Mission X, Leute, das ist das neue Hypercar, Supercar, wie auch immer man es nennen will, von Porsche, rein elektrisch. Ich denke mal, das wird irgendwann mal der 918 Nachfolger werden. Sieht in live fast noch geiler aus als auf den ersten Bildern, die ich gesehen habe. Gefällt mir sehr gut, hat natürlich wirklich so diesen Le Mans Racing Charakter. Ne? Es ist schon sehr rennlastig, so wie das Ganze hier aussieht. Vielleicht können wir mal ein bisschen näher hingehen und uns die Front anschauen. Da sehen wir natürlich auch direkt aus dem Rennsport inspirierte Scheinwerfer. Super nice, gefällt mir sehr, sehr gut. Farbe, Colorway, mega. Ich weiß, es gab ein bisschen Kritik, dass er elektrisch ist, aber damit muss man sich natürlich irgendwann mal abfinden auf dieser Welt. Das wird so kommen und ich glaube, wenn Porsche so ein Elektro-Rennauto auf die Straße bringt, so ein Hypercar macht, dann können wir auch davon ausgehen, dass es wirklich top wird und super aussieht. Ja, das ist schon auch crazy gemacht, ne? Viel mit Licht wird gespielt, das sieht man generell bei den ganzen Autos, die auf der IAA sind, dass eben auch das Thema Licht immer mehr kommt. Die Logos werden beleuchtet, also der Porsche-Schriftzug hier, wenn er dann mal angeht, wird natürlich beleuchtet sein und so. Das schaut dann schon echt überragend aus, finde ich cool. Sehr futuristisch alles, geht in so eine Richtung. Ich glaube, gibt uns einen guten Ausblick auf die Zukunft. Mir gefällt es, ihr könnt gerne mal reinschreiben, was ihr dazu denkt, aber ich bin mir sicher, wenn in ein paar Jahren das Auto kommt, wird es einen riesen Run geben und jeder will es haben. So, einen klassischen Verbrenner haben wir ja noch, nämlich den neuen 911 ST, Leute. Das ist quasi, könnt ihr euch vorstellen, mein GT3 RS. Einmal Heckflügel absägen, alles nochmal komplett auf Leichtbau machen und ihn dann in einer super geilen Farbe mit weißen Felgen hinstellen. Super geiles Auto, extrem gefragt, noch schwieriger zu bekommen als ein GT3 RS. Da ist ein Riesenrun darauf.
Ich feiere es sehr. Ich finde auch diese Farbe, das ist so eine Farbe, die man immer mehr sieht. Habe ich jetzt bei einigen Audi-Modellen gesehen, bei Porsche, vielen anderen Marken. Dieses Babyblau, was mit so einem Graustich kommt, sieht man immer mehr. Das ist gerade absoluter Trend. So wie er hier da steht, der Spec. Ich finde es wirklich mega. Sieht unglaublich aus. Weiß gar nicht, darf man da hochgehen? Ja, ne? Wir gehen einfach mal hoch. Wir gehen einfach mal hoch. Vielleicht entfernt uns gleich jemand, aber wir grüßen so lang. Schauen wir uns das einmal hier an. Ja, das ist schon ein super geiles Auto. Überragend. Sehr viele kleine Details, ne? Porsche-Schriftzug, super geil. So ein bisschen Retro-Look mit den Felgen, auch ein paar goldene Patches. Also insgesamt super sexy. Weißt du, was du jetzt hast? Schau ihn dir an. Jetzt freue ich mich, dass ich dich hier treffe. Da darf ich mich vielleicht mal reinsetzen, oder? Ja, das natürlich. Schön. Das ist ja ein absoluter Traum. Geil. Boah, schau mal, goldener Porsche-Schriftzug. Dann kannst du uns ja sicher verraten, wie die Farbe heißt. Champ Blue Metallic. Champ Blue Metallic. Exklusiv für den ST. Neue Farbe. Ist aber gerade voll im Trend, so ein bisschen dieses hellblaue Thema. Ne? Ja, bei einigen. Das ist so ein bisschen 60er, 70er Jahre. Ja, aber sieht man mehr auf der Straße. IAA, September 63 war die 911er Premiere. Deswegen. Ihr habt eigentlich jedes Jahr irgend so ein Heritage-Thema, oder? Das ihr spielen könnt als Porsche. 60 Jahre 911, du bist quasi Gast bei der Geburtstagsparty. Und deswegen gibt es von dem ja auch 1963 Stück, wegen 1963. Krass, aber ihr habt gerade gesagt, der ist auf jeden Fall schwieriger zu bekommen als ein GT3 RS, kann man schon sagen, ne? Der ist stückzahlenlimitiert, ja. Der GT3 RS ist ja klar. Nur limitiert über das, was wir bauen können. Aber mega, und innen dann auch so ein bisschen mit... Das ist jetzt das Heritage Design Paket. Okay. Mit diesem cognacfarbenen Leder und mit den Schlaufen beledert. Setz dich mal rein und schalt mal. Das ist, glaube ich, das kürzeste Schaltgetriebe von Schaltwegen, das du jemals betätigt hast. Okay. Ja, also du kannst jetzt hier in dem Auto, ist ein manueller Schalter, ne? Und die Wege sind halt super kurz. Ne? Das ist so richtig, macht richtig Spaß, kannst richtig arbeiten. Das macht richtig Laune. Ansonsten ist es eigentlich identisch zum GT3 RS, oder? Würde ich sagen, so vom Innenraumkonzept her. Der Käfig ist der Bügel ist vom GT3 RS, die Sitze. Ja. Das Getriebe ist nochmal 8% kürzer übersetzt als beim GT3 Touring. Okay. Und ist 70 Kilo leichter als ein GT3 RS. 70? Ja, würde ich nehmen. Kriege ich noch nicht. Ist auch listed der teuerste, oder? Ja, 292 plus 17.000 Heritage Design Paket nochmal on top, wie er da steht. Ist der teuerste, den wir jetzt haben. Ja, der ist schon überragend. Also der Walter Reul hat auch gesagt, schon ganz früh, ist das beste Straßenauto, das er jemals gefahren ist in seinem Leben. Da habe ich gesagt, wir wären nur ein bisschen sauer, wir hätten den nicht ST nennen sollen, sondern 911 Walter Reul. Okay. Er hat uns gerade versprochen, dass wir mal einen ST kriegen nach Kempten zum Fahren. Mein Tag ist jetzt schon perfekt. Hi, we like you so much. Can we take a selfie with you? Yes, please, let's do it. Thank you so much. Thank you. Ja, schön, okay, auch fort. Ja, danke schön. Viel Spaß noch. Enjoy. Ja, wo war ich stehen geblieben? Genau, wir dürfen den ST fahren. Ich glaube, das wird überragend. Freue mich sehr darauf, bevor dich die Wespe jetzt hier sticht. Würde ich sagen. War ein guter, kleiner Rundblick. Es gibt natürlich noch viel mehr, aber thematisch, finde ich, passt hier heute der Porsche-Stand sehr gut dazu. Und jetzt gehen wir wieder zu SSR und schauen mal, wie das Ergebnis aussieht. Ich bin sehr gespannt. So, wir sind jetzt zurück bei SSR und der Umbau hat geklappt. Gott sei Dank, ja. Gott sei Dank. Das Auto steht hinter euch, hinter Tobi, der gerade die Kamera hält und ist abgedeckt. Bevor wir ihn jetzt anschauen, was würdest du sagen? Ist es geil? Es ist richtig geil. Zu dem Silber passt es brutal gut. Ja, ne? Ich glaube nämlich auch. Auf dein Gesicht. Ich würde sagen, wir verlieren jetzt auch gar nicht mehr so viel Zeit. Okay, sollen wir loslegen? Wir gehen jetzt hin. Leute, schauen wir mal, wie es geworden ist. Holy shit. Boah, das schaut Vollcarbon. So geil Plastik aus. Weg. Oh mein Gott. Boah, ist Vollcarbon, das Bandlippe. Geil geworden. Passt zu dem Silber gut, ne? Das schaut perfekt aus. Ich weiß nicht, warum der nicht so kommt. Schau dir das mal an. Das ist ja gigantisch.
Das ist wirklich gigantisch. Ich liebe es. Ist ja ein neues Auto jetzt. Ja, wirklich so. Das ist wirklich ein neues Auto. Wenn man das einmal gesehen hat, kann man sich nicht mehr mit Plastik sich anschauen. Heck finde ich fast das Geilste an dem Ding. Ja, also das ist wirklich traumhaft. Jetzt ist er perfekt. Jetzt ist er echt perfekt. Jetzt bleibt an deiner Sammlung. Jetzt ist er echt perfekt. Er bleibt auch so in der Sammlung. Heftig. Richtig, richtig geil. Vielen Dank, ey. Das schaut sehr, sehr wirklich gerne. Traumhaft sehr, sehr aus. Gerne. Daniel, ich hoffe, du fährst jetzt vorsichtig. Das ganze Auto ist foliert, also, beziehungsweise die ganzen Carbon-Teile sind foliert. Ja. Die wir abgebaut haben, die sahen aus, als hättest du die einmal gesandstrahlt. Also es ist schrecklich. Ist da jemand vielleicht Drag Race gefahren? Ich weiß es nicht genau. Vielleicht lässt du das jetzt besser mit den neuen Carbon-Teilen. Ja. Aber selbst wenn du es machen würdest, alles Steinschlagschutz foliert. Alles ready to go für dich. Hammer Auto, ja, geil. Viel Spaß damit. Finde ich mega, dankeschön. Viel Spaß damit. Ich würde sagen, wir hauen euch jetzt mal zum Abschluss noch ein paar geile Bilder rein. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.